ein Straßenname in Bad Segeberg. Eine Kapelle zu seinen Ehren. Sogar eine Schule wurde nach ihm benannt. Heinrich Rantzau scheint von Bedeutung zu sein. Aber wer war dieser Heinrich Rantzau? Wer war Heinrich Rantzau? Ein Feldherr des Mittelalters? Ein frommer Philosoph? Oder eine Fantasiegestalt, die es nur im Schauspiel gibt? Klar ist, es hat Heinrich Rantzau wirklich gegeben. Er war ein Zeitgenosse Martin Luthers und Kaiser Karls V. Er war damals einer der bedeutendsten Männer Nordeuropas. Seine Klugheit, sein Reichtum und sein Einfluss auf Wirtschaft und Politik suchten weit und breit ihresgleichen. Wie kam es dazu? Geboren wurde Heinrich Rantzau am 11. März 1526 auf der Steinburg, unweit von Itzehoe, im Südwesten der Kimbrischen Halbinsel. So nannte man damals die Region zwischen der Elbe im Süden und dem Skagerrak im Norden, das heutige Schleswig-Holstein und Dänemark. Sein Vater Johann Rantzau und seine Mutter Anna Walsdorf stammten aus adligen Familien. Johann Rantzau war der oberste Heerführer des dänischen Königs Friedrich I. Er hatte Friedrich zur Macht verholfen, indem er die Truppen von dessen Gegenspieler Christian II. Besiegte. Als Belohnung verlieh der neue Landesherr seinem Strategen wichtige Ämter, ausgedehnte Ländereien und die Gerichtsbarkeit über seine Gutsuntertanen. So aufgestiegen, konnte Johann eine neue Burg für sich und seine Familie bauen, die Breitenburg. Johann war nun nicht nur führender Kopf der schleswig-holsteinischen Ritterschaft, sondern auch Statthalter des königlichen Landesherrn. Damit war er der einflussreichste Mann in den Herzogtümern Schleswig und Holstein. Als Friedrich I. starb, verhalf Johann auch dessen Sohn Christian III. Durch militärischen Beistand auf den Thron. So verdiente er sich erneut Ruhm und Ehre und für die Ritterschaft Privilegien wie die Steuer- und Zollfreiheit für alle adligen Gutsbesitzer. Was sollte bei einem so erfolgreichen Vater aus dessen Sohn werden? Es war damals üblich, dass der älteste Sohn in die Fußstapfen des Vaters trat. Der älteste Sohn des Bauern wurde Bauer, der älteste Sohn des Schmieds übernahm die Schmiede. So lag es nahe, dass auch Heinrich eine militärische Laufbahn einschlagen würde. Doch Johann hatte für seinen Sohn anderes im Sinn. Johann hatte die Zeichen der Zeit erkannt. Er war zwar als Feldherr für seine Auftraggeber erfolgreich, doch für die Entwicklung der beteiligten Länder waren Kriege keineswegs immer positiv. Allein ein Feldzug gegen Dithmarschen im Jahr 1500 hatte viele junge Adlige das Leben gekostet. Heinrich sollte darum lieber studieren. Tanzen und springen, singen und hängen, falalala, falalala, falalala. Tanzen und springen, singen und hängen. Als Heinrich 12 Jahre alt war, schickten seine Eltern ihn nach Wittenberg. Dort war kurz zuvor eine der führenden Universitäten Europas gegründet worden. Hier war ein neues Zeitalter angebrochen, die Renaissance. Die Gelehrten hatten die antike Kultur und deren Geisteshaltung wiederentdeckt. Sie wollten nicht mehr kirchliche Dogmen lernen, sondern wie die großen Philosophen Griechenlands und Roms den eigenen menschlichen Verstand gebrauchen. Die Idole dieser Zeit waren kreative Köpfe wie Leonardo da Vinci, der den Menschen als Wissenschaftler betrachtete. Die Gelehrten strebten nach Frieden und tugendhafter Vollkommenheit und nannten all dies Humanismus. In Wittenberg unterrichtete der bekannte Professor der Theologie Dr. Martin Luther. In seinem Umfeld lernte Heinrich die Bibel und den christlichen Glauben auf die moderne Weise der Reformation zu verstehen.
Mindestens genauso spannend fand Heinrich einen anderen Professor, Philipp Melanchthon. Er war der Experte für Latein und Griechisch. Heinrich war begeistert. Mit diesen Sprachen konnte er die Texte der großen Denker der Antike im Original lesen und verstehen. So entdeckte er eine Welt, in der es um das Wahre, das Schöne und das Gute ging. 7 Jahre lang studierte Heinrich mit Begeisterung, was immer ihm geboten wurde. Sprachen, Medizin, Jura, Theologie, Geschichte, Rhetorik, Astronomie und Astrologie. In den Büchersammlungen der Universität erfuhr er von fernen Ländern und ihren Einwohnern, von den Helden und Vordenkern der Antike, aber auch von ihrer Weisheit, Architektur und Kunst. Doch Wissen allein reicht nicht. Man muss auch lernen, es im Alltag anzuwenden. Das wusste Heinrichs Vater. So schickte Johann seinen Sohn nach dem Studium noch für einige Jahre an den Hof von Kaiser Karl V. Der war zwar katholisch und ein Gegner der Reformation, aber Karl hatte ein riesiges Reich zu regieren. Und so konnte Heinrich bei ihm viel darüber lernen, wie man erfolgreich Macht ausübt. Auf den Reisen Karls durch sein ausgedehntes Reich lernte Heinrich zudem viele bedeutende Fürsten und Gelehrte kennen und schuf sich so ein Netzwerk. Nach 16 Jahren besaß Heinrich einen großen Schatz an Wissen und Erfahrung. Auch charakterlich war er gereift. So war Heinrich Rantzau bereit für die Aufgaben, die in der Heimat auf ihn warteten. Hier am Segeberger Kalkberg. Nach einem Zwischenstopp auf der heimischen Breitenburg ging es für Heinrich an den Ort seiner Bestimmung. 2 Tagesritte Richtung Osten, in die Siedlung Segeberg. In der Mitte der Siedlung lag der Kalkberg. Auf ihm hatte Kaiser Lothar 400 Jahre zuvor eine Burg errichten lassen, um seinen nordelbischen Herrschaftsbereich zu sichern. Nun gehörte die Siegesburg dem königlichen Landesherrn. Rund um die Burg wohnten Bedienstete des Königs, Handwerker, Bauarbeiter und Gesinde. In der Nähe hatten Augustiner Chorherren eine Kirche samt einer Art Kloster errichtet. Hier sollte Heinrich sich zunächst als Amtmann und Rat bewähren. Er musste Steuern eintreiben, im Namen des Landesherrn Recht sprechen und für Sicherheit und Ordnung sorgen. Ansehen und ein ordentliches Einkommen waren damit verbunden. So konnte Heinrich nun heiraten. Mein Sieg, du hast mich gefangen, mit dein zwei Beutlein schon. Nach dir steht mein Verlangen, von dir kann ich nicht schon. Mein Schatz. Die Braut suchte wohl seinen Vater Johann aus. Dessen ehemaliger Kriegskamerad Franz von Halle hatte eine Tochter namens Christine. Sie kam für eine Vermählung in Betracht und die Hochzeit versprach eine reiche Mitgift. Mit Christine sollte Heinrich Rantzau 12 Kinder bekommen, 5 Jungen und 7 Mädchen. Bei der Erziehung setzte Heinrich auf die Ideale des Humanismus, wie Mäßigung und die Pflege der Tugenden. Sie galten ihm als die beste Grundlage für Gottgefälligkeit, Zufriedenheit und Erfolg. Sein eigener Lebensweg schien der beste Beleg zu sein. Offenbar bewährte sich Heinrich als Amtmann. Jedenfalls beförderte König Christian III. Ihn nach 2 Jahren zu seinem Statthalter in den Herzogtümern. Diesen Posten hatte einige Jahre zuvor schon Johann Rantzau innegehabt. Rund um sein Konterfei ließ Heinrich nun in lateinischer Sprache schreiben: Henricus Ranzovius, Regis Daniae Vicarius. Heinrich Rantzau, der Statthalter des Königs von Dänemark. Die Siegesburg des Königs war Heinrichs Amtsgebäude. Was Heinrich sagte, galt wie das Wort des Königs. Er trat bei Versammlungen anstelle des Königs auf und gratulierte im Namen des Königs zu Hochzeiten und anderen Gelegenheiten in anderen Herrscherhäusern.
Schon 4 Jahre nach Heinrichs Beförderung zum Statthalter starb Christian III. Sein Sohn Friedrich II. Folgte ihm auf den Thron. Für Heinrich Rantzau begann nun eine großartige Zeit. Er hatte inzwischen Erfahrungen im Regieren gesammelt und saß fest im Sattel. Der junge König vertraute ihm nahezu blind und wurde zu einem echten Freund. Die enge Verbindung zwischen König und seinem Statthalter machte Heinrich Rantzau im ganzen Land unübersehbar deutlich. An wichtigen Straßen ließ er Findlinge platzieren und die beiden Namen einmeißeln. König Friedrich II. Und Heinrich Rantzau. So wurde jeder, der dort vorbeikam, erinnert, hier regiert Heinrich Rantzau mit der Autorität des königlichen Landesherrn. Immer wieder nutzte Heinrich Rantzau die Macht der Bilder und Symbole. Porträts von sich anfertigen zu lassen, war damals üblich unter Gelehrten und Fürsten. Und zu ihnen zählte sich Heinrich. Und er wusste, Menschen wollen sich von einem fernen Machthaber ein Bild machen. Also beauftragte er Kupferstecher, Bilder nach seinen Vorstellungen anzufertigen. Eine Rüstung symbolisierte seinerzeit Herrschermacht und Stärke. So ließ sich Heinrich Rantzau mehrfach im Harnisch abbilden. Die Botschaft des Bildes: Legt euch nicht mit mir an. Zugleich sandte er mit diesem Bild aber auch eine Textbotschaft an seine Zeitgenossen. Es war ein Spruch im Geiste des Humanismus. Stärker als wer gewaltige Mauern bezwingt, ist derjenige, der sich selbst besiegt. Höheres vermag Tugend nicht zu erreichen. Stärker als wer die gewaltigsten Mauern bezwingt, ist derjenige, der sich selbst besiegt. Rantzau hatte erkannt, Kriege werfen die Entwicklung eines Landes jedes Mal um viele Jahre zurück. Das zeigten schon die Schlachten der Antike, mit denen er sich im Studium beschäftigt hatte. Und die zahlreichen Religionskriege in Europa nach der Reformation. Tapfere Männer ließen als Ritter ihr Leben. Fortschrittlich denkende Menschen mussten ihre Heimat verlassen. Die Bevölkerung wurde zum Teil erheblich dezimiert. Und Güter, Ernten und Produktionsmittel wurden vernichtet. All das brachte unendliches Leid über die Menschen und warf Wirtschaft und Gesellschaft immer wieder weit zurück. Heinrich Rantzau legte Auseinandersetzungen lieber mit dem Wort bei als mit dem Schwert. So half er etwa als Diplomat, den nordischen 7-jährigen Krieg mit einem Friedensschluss zu beenden. Sogar einen europaweiten Friedensplan wollte er mit den Fürsten Europas aushandeln. Jegliche Kriege sollten unterbleiben. Allen Menschen sollte Religions- und Gewissensfreiheit zugesichert werden. Bei den Gelehrten seiner Zeit fand die Idee große Zustimmung. Doch die Fürsten mochten ihm nicht folgen. Zu weit war Heinrich Rantzau seiner Zeit voraus. Ein einziges Mal wurde Heinrich Rantzau trotzdem in eine Schlacht hineingezogen. Herzog Adolf von Schleswig-Holstein-Gottorf plante, Dithmarschen zu unterwerfen. Die Bauernrepublik an der Westküste war reich. Ein Sieg hätte Adolf ein politisches und wirtschaftliches Übergewicht gebracht. Nicht nur gegenüber dem zweiten Herzog im Lande, Hans dem Älteren von Hadersleben, sondern auch gegenüber dem König. Das wollte Heinrich Rantzau nicht riskieren. Er verhandelte mit den Herzögen und dem König und erreichte, dass die drei gemeinsam angriffen, um anschließend den Gewinn untereinander aufzuteilen. Als Heerführer wurde Heinrichs Vater Johann Rantzau bestimmt. Unter seiner Leitung war der gemeinsame Feldzug siegreich. Am Ende aber kam die große Stunde des Diplomaten Heinrich Rantzau. Die Anführer der Dithmarscher, die schon mit ihrer Hinrichtung rechneten, wurden begnadigt. Sie sollten weiter wie bisher die inneren Angelegenheiten Dithmarschens regeln und mussten sich nur verpflichten,
die Sieger als Landesherren anzuerkennen und ihnen Steuern zu entrichten. Nach Jahrhunderten der Auseinandersetzungen beendete dieser Friedensschluss die letzte Fehde zwischen den Dithmarschern und ihren Nachbarn. Bis auf diese Ausnahme verzichtete Heinrich Rantzau darauf, Schlachten vorzubereiten. So konnte er sich auf andere Dinge konzentrieren, etwa auf die Landwirtschaft. Zeitweise gehörten ihm 16 Güter, ganze Dörfer und städtische Siedlungen. Bisher hatten die Adligen von den Bauern der Umgebung Jahr für Jahr Teile der Ernte eingetrieben. Rantzau erkannte, dass mehr aus den Feldern herauszuholen war, wenn er selbst die Bewirtschaftung lenkte. Diese Gutswirtschaft hatten schon andere Adlige vor ihm eingeführt. Die zuvor freien Bauern wurden nun sogenannte Leibeigene. Sie verloren Besitzanspruch und Freizügigkeit. Für die Adligen stiegen Ertrag und Gewinn. Weil der Kalkberg in Wahrheit nicht aus Kalk, sondern aus Gips besteht, konnte Rantzau auch daraus Kapital schlagen. Er ließ den Rohstoff abbauen und verkaufte ihn in Städte wie Hamburg. Dort brauchte die aufstrebende Bürgerschicht den Gips für den Bau ihrer Häuser. Auch Windenergie und Wasserkraft nutzte Heinrich Rantzau. Mit ihnen wurden seine Mühlen angetrieben. Dort ließ er Getreide mahlen, aber auch Gips und Kupfer verarbeiten und Papier herstellen. Sogar eine Schiffsflotte war Teil des Rantzauschen Imperiums. Mit ihr lieferte er seine Agrargüter nach ganz Europa. Als in der italienischen Stadt Genua eine Hungersnot ausbrach, war sein Getreide schneller dort als die Flotte der Hanse. Auch auf das Immobiliengeschäft verstand sich Heinrich Rantzau. Als dieses Haus zum Verkauf stand, griff er zu und verkaufte es nach wenigen Monaten wieder mit Gewinn. Mit all seinen Unternehmungen nahm Rantzau viel Geld ein, so konnte er auch als Kreditgeber auftreten. Adlige, Fürsten und die aufstrebenden Städte Europas liehen sich bei ihm Geld. Die Königin von England war ebenso seine Schuldnerin wie sein eigener König. Nur in einem Fall hatte Heinrich Rantzau Pech. Die Stadt Antwerpen schuldete ihm und seiner Frau Christine mehrere hunderttausend Gulden. Doch der spanisch-niederländische Krieg machte das Geschäft zum Desaster. Antwerpen wurde von spanischen Truppen geplündert und sah sich in der Folge außerstande, den Kredit zu tilgen. Vergebens schrieb Rantzau immer wieder Mahnschreiben. Sicher angelegt sah Heinrich Rantzau sein Geld im Bau von Herrenhäusern. Jedes seiner Herrenhäuser ließ er mit anderen Stilmitteln der Renaissance gestalten. Auch in Segeberg, wo er sich mit seiner Familie aufhielt, sollte es komfortabel zugehen. Die Siegesburg wurde ihm bald zu zugig. Und so ließ er sich ein Palais am kleinen Segeberger See bauen. Auch Monumente, wie man sie in Südeuropa kannte, hatten es Heinrich Rantzau angetan. Vor den Toren Segebergs ließ er eine Pyramide im Stil der Renaissance errichten. Im Inneren erinnerten Bildtafeln an die glorreichen Taten des Landesherrn Friedrichs II., und seines Statthalters Heinrich Rantzau. Das Bauwerk muss jeden beeindruckt haben, der dort vorbeikam. Weit und breit gab es so etwas nicht noch einmal. Als Friedrich II. Starb, ließ Heinrich neben der Pyramide ein weiteres Ehrenmal errichten. Vorbild war diesmal der Obelisk des Kaisers Augustus in Rom. Mit 17 Metern Höhe sollte der Obelisk für Friedrich das römische Vorbild jedoch noch überragen. Rundum wurde das Monument mit Inschriften versehen. Zur Ehre Gottes, Friedrichs des Zweiten und seines Statthalters Heinrich Rantzau.
Im deutschen Sprachraum war dieses Bauwerk einzigartig. Auf der Spitze erklang ein Windspiel aus vergoldeten Glocken. Ein weiteres Monument, wie man es bis dahin im Norden noch nicht gesehen hatte, ließ Rantzau nahe der Breitenburg errichten. Der Tempel von Nordeaux wurde mit einer Sonnenuhr versehen und trug die Inschrift: Wenn es dem König von Dänemark gut geht, sind die Rantzaus glücklich. Seiner Zeit und seinem Umfeld weit voraus war Heinrich Rantzau auch in puncto Ökologie. Ein Haus ohne Garten ist ein Gefängnis, schrieb er, und ließ vor der Breitenburg einen großen Lustgarten anlegen, in dem er nach anstrengenden Tagen immer wieder regenerierte. Viele andere Adlige seiner Zeit ließen Wälder abholzen, um Heizmaterial zu gewinnen. Rantzau verurteilte diesen Raubbau. Und er tat etwas dagegen. Unweit der Breitenburg, bei Winseldorf, legte er die erste Baumschule im Staate an. Aus Samen ließ er dort Nadelbäume ziehen. Die Baumschule war ihm so wichtig, dass er sie auf der Rantzauschen Ahnentafel groß einzeichnen ließ. Die erste Baumschule, Obelisken, kluge politische Schachzüge und neue wirtschaftliche Unternehmungen am laufenden Band. Woher nahm Heinrich Rantzau für all seine Projekte die Ideen? Seine Mitarbeiter konnten seine Anweisungen umsetzen, aber an seinen geistigen Horizont kamen sie nicht heran. Andere Adlige vertrieben sich die Zeit mit der Jagd, mit Kartenspiel, Alkohol und gelegentlichen Gewalttaten. Als Gesprächspartner kamen sie für Heinrich Rantzau nicht in Frage. Selbst der König lernte eher von Heinrich Rantzau als andersherum. Außerdem saß der im fernen Kopenhagen. Also setzte Heinrich Rantzau auf die sozialen Medien seiner Zeit. Papier, Tinte und Bücher. Wie viele Gelehrte seiner Zeit pflegte Heinrich Rantzau ausgedehnte Briefwechsel mit anderen gebildeten Menschen. Außerdem unterhielt er einen für seine Zeit fortschrittlichen Nachrichtendienst. Berichterstatter versorgten ihn mit Informationen aus ganz Europa. So war er in einer Zeit großer Veränderungen in Politik, Kultur, Wirtschaft und Technik immer auf dem neuesten Stand. Am liebsten aber holte Heinrich Rantzau sich Anregungen aus seinen Büchern. Die waren ihm so viel wert, dass er ihnen ein langes Liebesgedicht widmete. In der Bibliothek der Breitenburg standen 6000 Bücher. Andere Fürsten waren mit 100 mehr als zufrieden. Und selbst in der Bibliothek von Herzog August in Wolfenbüttel, die als 8. Weltwunder bestaunt wurde, standen gerade einmal 5000 Bücher. In seinen Büchern fand Heinrich nahezu das gesamte damalige Wissen versammelt. Wirtschaft, Architektur, Medizin, Politik, Mathematik, Geschichte, Theologie, Philosophie, Astronomie und vieles mehr. Erweitert wurde seine Sammlung noch durch einen regen Büchertausch mit anderen Gelehrten. Sie schickten ihm Bücher, die er nicht hatte. Er revanchierte sich mit Exemplaren aus seinen Regalen. Zahlreiche Bücher widmeten sich der Astrologie. Wie viele Gelehrte seiner Zeit war Rantzau davon überzeugt, dass der Stand der Gestirne Einfluss auf das Leben der Menschen habe. Mit einem Astrolabium berechnete er selbst die Wege der Planeten. Für sich und seine Freunde und Geschäftspartner verfasste er Horoskope und Kalender, damit sie erfuhren, wann die beste Zeit für die Ernte war, wann man Geschäfte machen sollte und sogar, wann man sich am besten die Haare schnitt. Kein Problem war für ihn, dies mit seinem christlichen Glauben zu vereinbaren. Herr über die Gestirne blieb Gott, und mit dem stellte Heinrich Rantzau sich nach Kräften gut. Dass schon sein Großvater mütterlicherseits, Gerd Walstorf, ein frommer Mann war,
zeigt noch heute ein Epitaph in der Segeberger Kirche, das Heinrich in Auftrag gab. Sich selbst und seine Frau Christine ließ er auf das Altarbild der Breitenburger Schlosskirche malen. Unter dem Gottessohn Jesus. Allerdings nicht unter dem Gekreuzigten, sondern unter dem Auferstandenen. Schließlich sah sich Heinrich Rantzau als Mann des Sieges und des Erfolgs. Wie sein König war Heinrich Rantzau ein Vertreter des lutherischen Protestantismus. Doch während andere Fürsten ihre eigene Konfession den Untertanen aufzwangen und Andersgläubige bekämpften, ließ Rantzau jedem seine Art. Protestanten und Katholiken durften ihre Art des Glaubens praktizieren, solange sie einander in Frieden ließen. Damit war Rantzau ein Vorreiter der Toleranz in einer Zeit, als es dieses Wort noch gar nicht gab. Heinrich Rantzau hatte nicht nur viele Bücher, er schrieb auch selbst welche. Im Stile der antiken Schriftsteller verfasste er zahlreiche Gedichte mit Lobgesängen auf seine Ahnen und die Fürsten seiner Zeit und der Vorzeit. Wie seine antiken Vorbilder schrieb er dabei auf Latein. Ganz in der Tradition von Gaius Julius Caesar verfasste er auch ein Buch über die Schlacht gegen die Dithmarscher. Darin stellte er die Dithmarscher als Barbaren und Kulturbanausen dar, die vom edlen Feldherrn Johann Rantzau und seinem ebenso edlen Sohn Heinrich Rantzau zur Raison gebracht werden mussten. Auch dieses Buch zeigte: Legt euch nicht mit Heinrich Rantzau an. Dabei war einer seiner Wahlsprüche: Ein beschwerlicher Frieden ist besser als ein gerechter Krieg. Introvertiert war Heinrich Rantzau nicht. Das zeigt auch ein anderes Werk. Das Buch von der Gesunderhaltung, De conservanda valitudine. Am Beispiel seines eigenen Lebensstils stellt er dar, wie man gesund bleibt. Eine Balance zwischen Arbeit und Freizeit sei wichtig, aber auch eine ausgewogene Ernährung, Hygiene, Sex, Zurückhaltung beim Alkohol, Gesang und Bewegung an der frischen Luft. Als Herausgeber fungierte sein Schreiber Detlef Sylvius. Doch im Vorwort versicherte dieser, der Inhalt sei eine Wiedergabe eines Notizbuches, das Rantzau für seine Söhne verfasst habe. Rantzaus anspruchsvollstes Werk jedoch war eine umfassende Landesbeschreibung der Kimbrischen Halbinsel, vom Süden Holsteins bis zum Norden Dänemarks. Region für Region und Stadt für Stadt beschrieb er detailliert Geographie, Wirtschaft und die Einwohner, die dort lebten. Dabei folgte er einem neuen Verständnis von Wissenschaft. Der Wissenschaftler trägt zunächst objektiv und ohne Wertung Informationen zusammen. Erst am Ende werden daraus Schlüsse gezogen. Um seinen Dienstsitz und die Region bekannt zu machen, ließ Heinrich Rantzau auch Bilder von Segeberg und anderen Städten anfertigen und in ganz Europa verbreiten. In der monumentalen Reihe Civitatis Orbis Terrarum, in der Georg Braun und Franz Hogenberg die bedeutendsten Städte des gesamten Erdkreises versammelten, erschien so neben Bildern von Paris und Rom auch eine Ansicht Segebergs. 40 Jahre nachdem Heinrich Rantzau seine Ämter auf der Siegesburg angetreten hatte, bestand die Siedlung noch immer aus gerade einmal 150 Häusern. Doch die hatten es in sich. Von der Siegesburg hoch oben bis runter zu den Mitarbeiterwohnungen am kleinen Segeberger See profitierten alle von der Bedeutung, die Rantzau dem Ort verliehen hatte, und von den Geschäften, die diese mit sich brachte. Fürsten und Könige kehrten ein, Gelehrte und Kaufleute, Adlige und Künstler. Auf der Siegesburg und im Rantzau-Palais wurde verhandelt, gehandelt und gefeiert. Segeberg war unter Heinrich Rantzau zu einem Zentrum von Macht, Wirtschaft, Bildung und Kultur in Nordeuropa geworden.
Überhaupt war Rantzau bei den Kulturschaffenden seiner Zeit ein gern gesehener Kunde. Zahlreiche Künstler erhielten von ihm Aufträge. Maler und Bildhauer, Architekten und Goldschmiede, Möbeltischler, Buchdrucker und Verleger. Zur Kultur an seinem Hof gehörten Musik und Tanz selbstverständlich dazu, ebenso wie Literatur und darstellende Kunst. Er liebte Schmuck und war auch großzügig, wenn es um repräsentative Geschenke für seine Freunde und Geschäftspartner ging. Für jedes seiner Kinder ließ er einen Humpen aus Silber anfertigen. Auf der einen Seite der großen Krüge prangte sein Konterfei, auf der anderen waren seine Wahlsprüche eingraviert. Seine Familie lag Heinrich Rantzau am Herzen. Schmerzlich musste er erleben, dass 5 seiner Kinder noch zu seinen Lebzeiten starben. Kai raffte die Pest dahin. Wie sehr ihn der Tod dieses Sohnes traf, zeigt eine Darstellung der Familie am Sterbebett. Kais Bruder Johann starb ebenfalls an der Pest. Friedrich wurde ermordet. Auch den Tod von Theodor und Katharina musste Heinrich Rantzau verkraften. Seine Familie lag Heinrich Rantzau am Herzen. Doch auch für die Armen Segebergs sorgte er. Als er die Pyramide zu Ehren seines Königs Friedrich II. Bauen ließ, legte er zugleich den Grund für eine Stiftung. Vom Geld dieser Stiftung sollten arme Segeberger Jahr für Jahr 3 Tage lang mit Brot versorgt werden. In seinem Testament verfügte er, dass auch seine führenden Mitarbeiter Geld und Wertsachen erhalten sollten. Ein Friedensstifter, ein erfolgreicher Unternehmer, ein Gönner. Solch ein Mann sollte bei allen beliebt sein, sollte man meinen. Dichter werden seine Taten besingen, heißt es auf dieser Tafel in der Segeberger Marienkirche. Weil er sich um die Lebenden und die Toten verdient gemacht hat. Friedrich II. Sah dies genauso. Er verlieh Heinrich Rantzau für seine Verdienste den höchsten Orden des Königreiches Dänemark gleich 2-mal, den Elefantenorden. Doch einhellig war die Bewunderung nicht. Heinrich Rantzau hatte auch Neider. Wenige konnten seinen Gedanken folgen. Es gab sogar Mordanschläge gegen ihn. Und je mehr Einfluss Heinrich bei Friedrich II. Gewann, desto mehr wuchs am Königshof auch Konkurrenz. Solange Friedrich II. Lebte, hatte Rantzau in ihm einen sicheren Verbündeten. Doch es gab auch Gegner unter den Adligen. Jahrhundertelang hatten sie als Ritter regelmäßig in Schlachten für ihre Landesherren gekämpft. Ruhm und Ehre, finanzielle Vorteile und Selbstbewusstsein hatten sie aus den Siegen gezogen. Rantzaus Friedenskurs hatte dem einen Riegel vorgeschoben. Auch der Ehefrau von Friedrich II., Sophie von Mecklenburg, gefiel Rantzaus Einfluss nicht. Als Friedrich starb, stellte sie den Vertrauten ihres Mannes aufs Abstellgleis. Weil Friedrichs Sohn Christian IV. Noch zu jung für den Thron war, führte Sophie die Regentschaft. Der Rat Heinrich Rantzaus galt in Kopenhagen fortan immer weniger. Bald zeigte sich, dass Christian IV. Einen anderen Charakter hatte als sein Vater. Als Christian 1595 Segeberg besuchte, kam sein Tross mit 700 Pferden. Nicht gerade Zeichen von Bescheidenheit und Mäßigung. Heinrich Rantzau blieb trotzdem loyal und begleitete Christian mit dem großen Tross sogar zur Brautwerbung in Brandenburg. Doch 1598 war Heinrichs Energie am Ende. Frustriert legte er sein Amt nieder. Noch einmal ließ er sich malen,
ohne Rüstung, ohne Symbole der Macht, nur die Kette wies auf den Elefantenorden hin, der nun aber von betenden Händen mit dem Rosenkranz verdeckt war. Wenige Monate später, in der Silvesternacht 1598, starb Heinrich Rantzau auf der Breitenburg. In dieser Nacht zum Neujahrsmorgen 1599 versank der Stern des Humanismus im Land. Seine Familie konnte sich an einem reichen, materiellen Erbe erfreuen. Sein geistiges Erbe jedoch schlug auch sie aus. In seinem Testament hatte Rantzau verfügt, dass das noch immer unveröffentlichte Manuskript seiner Landesbeschreibung nach seinem Tod endlich in den Druck gehen sollte. Doch obwohl er für die Druckkosten eine extra Summe ausgewiesen hatte, kamen seine Kinder dem Wunsch nicht nach. Seine beiden verbliebenen Söhne, Gerhard und Franz, folgten bald wieder dem alten Ideal der Adligen. Sie zogen in Schlachten, um Beute zu machen und Ruhm zu ernten. Gerhard wollte wie sein Großvater Johann Rantzau ein großer Feldherr werden. Franz folgte ihm in die Schlacht und verlor 1612 in Schweden sein Leben. Vollends kam die Katastrophe 25 Jahre nach Heinrichs Tod. Der grausame Krieg, der heute als der Dreißigjährige Krieg bekannt ist, hatte den Süden und die Mitte Deutschlands im Griff. Die nordelbischen Gebiete waren nicht davon betroffen. Doch dann beschloss Christian IV., in den Krieg einzugreifen. Auch unter Zureden von Gerhard Rantzau, der mittlerweile Statthalter in Segeberg war. Doch gegen den Kaiser und seine Verbündeten hatte Dänemark keine Chance. Die Gewaltorgien des Krieges griffen auf den Bereich nördlich der Elbe über. Die Bevölkerung litt großes Leid. Die Siegesburg wurde niedergebrannt, die Breitenburg von Wallensteins Truppen geplündert und zerstört. Heinrich Rantzaus Bücher wurden quer durch Europa verschenkt. Schleswig und Holstein lagen am Boden. So ging ein Zeitalter des Friedens und der Kultur zu Ende, das der Norden vor allem einem Mann zu verdanken hatte, Heinrich Rantzau. Einige sichtbare Spuren erinnern noch heute an ihn. Dieses Kellergewölbe ist der letzte Teil des großen Rantzau-Palais. Der Obelisk zur Erinnerung an Friedrich II. Brach im 18. Jahrhundert zusammen. Doch die noch intakten Teile wurden neu aufeinandergestellt. Die Pyramide zu Ehren Friedrichs zerfiel ebenfalls im 18. Jahrhundert. Ein Nachfahre, Graf Friedrich von Rantzau, ließ an ihrer Stelle eine Kapelle errichten. Zu Ehren von Heinrich Rantzau und unter Verwendung einiger Granitblöcke der alten Pyramide. Auch einige Rantzau-Steine liegen noch an ihrem Platz. Gut erhalten ist noch jenes Haus in Bad Segeberg, das Heinrich Rantzau einst gekauft und mit Gewinn weiterverkauft hatte. Heute befindet sich darin das Stadtmuseum mit einem Rantzau-Zimmer. Dort, wo Rantzau einst Gips vom Kalkberg abbauen ließ, finden inzwischen die bekannten Karl-May-Spiele statt. Weitgehend im Originalzustand erhalten ist das Herrenhaus in Nötschau. Heute befindet sich darin ein katholisches Kloster. Für den toleranten Protestanten Heinrich Rantzau wohl kein Problem. Fachgerecht restauriert zeigt sich der Tempel von Nordau wieder in seinem ursprünglichen Zustand. An die erste Baumschule im Land erinnert eine Stele in Winseldorf. Von der Breitenburg, wie Heinrich Rantzau sie ausgebaut hatte, blieben nach dem Dreißigjährigen Krieg nur der Brunnen und Teile der Schlosskapelle erhalten. Alles andere wurde später wieder aufgebaut. Noch weniger blieb von der einst mächtigen Siegesburg in Segeberg übrig. Ein Loch im Kalkberg. Der Rest des Brunnenschachtes, dessen Wasser einst Könige tranken.
Die Grabkapelle für die Familie Heinrich Rantzhaus an der Laurentiuskirche in Itzehoe wurde 1657 von schwedischen Truppen zerstört. Die Sarkophage von Heinrich und seiner Frau Christine stehen in der Schlosskapelle der Breitenburg. Sie sind leer. Doch die Erinnerung soll nicht verblassen. Die Arbeitsstelle 500 Jahre Heinrich Rantzau in Bad Segeberg führt Interessierte zu den verbliebenen Relikten, veröffentlicht Fachliteratur und vermittelt Wissen über Heinrich Rantzau und die Rantzau-Zeit. An jedem 11. März, dem Geburtstag Heinrich Rantzaus, treffen sich Historiker mit Vertretern von Politik, Wirtschaft und Kultur aus Deutschland und Dänemark zum Austausch auch im Hinblick auf den 500. Geburtstag Heinrich Rantzhaus im Jahr 2026. Die Medaille, die die Stadt Bad Segeberg Menschen verleiht, die sich besonders um die Stadt verdient gemacht haben, erinnert noch heute an den Mann, der im 16. Jahrhundert seiner Zeit weit voraus war. Die Basis für Erfolg und ein zufriedenes Leben waren für ihn Frieden, Toleranz, Mäßigung, Spiritualität und Einklang mit den Menschen und der Natur. Damals verstand ihn kaum ein Mensch. Heute, 500 Jahre später, sollte das anders sein. Es sei denn, Heinrich Rantzau wäre auch unserer Zeit noch weit voraus.